Auslandsjahr wird zum Albtraum. Hier auf dem Bild siehst du den Kühlschrank. Der Gastvater hat immer auf dem Sofa geschlafen und hatte immer sein Gewehr unterm Kopfkissen. Kann ich das ein Jahr aushalten? Organisationen sollen den AustauschschülerInnen eigentlich helfen. Und ich wurde dann so zur Seite genommen. Ich glaube schon, dass das deine Schuld ist. Es ist einfach sehr, sehr schlimm zu sehen, wie hilflos meine Eltern waren und wie hilflos ich auch war. Was läuft schief im Auslandsjahr? Wer in der Schule von einem Auslandsjahr träumt, kommt vielleicht hierher. Nach Köln, zur Messe, auf in die Welt. Hallo! Ah, okay. Und aus Bahn. Denn auf Messen wie dieser wird der Traum vom Schuljahr im Ausland angepriesen und verkauft. Zu einem meist fünfstelligen Preis. Ich finde das einfach schön, dass man mal was Neues kennenlernt. Und ich möchte auch einfach mal ein Land aus einer anderen Sicht sehen als einfach aus dem Urlaub. Einfach, weil es mich interessiert, mal neue Kulturen kennenzulernen und halt einfach mal zu sehen, wie das Leben außerhalb von Deutschland ist. Und worauf freust du dich am meisten? Ich würde so sagen, so auf das Highschool-Leben, einfach wie man es so aus amerikanischen Filmen oder so kennt. Wie in amerikanischen Filmen. So verlockend stellen die Organisationen das Auslandsjahr auch auf ihren Social-Media-Kanälen dar. Und so großartig kann es auch werden. Doch in dieser Recherche hören wir viele Geschichten, die ein anderes Ende genommen haben. Angelina reist 2019 in die USA, dem mit Abstand beliebtesten Austauschland. Für knapp 10.000 Euro soll sie ein Jahr in Tennessee bei einer alleinstehenden Frau leben. Gemeinsam mit einer weiteren Austauschschülerin aus Italien. Und in diesem Wohnzimmer hat sie unser Essen gelagert. Und die Hunde und Katzen haben da rein uriniert und rein gekotet. Und sie hat es nicht weggemacht. Und wenn du in diesen Raum reingegangen bist, hast du mit deinen Socken am Boden festgeklebt. Also du konntest da nicht ohne Schuhe reingehen. Wir haben ihr das auch gesagt, dass es uns gestört hat. Und dann hat sie einfach ein Bettlaken vor diesen Raum gehangen und ein Schild gemacht, nicht betreten, als Lösung. Also hier auf dem Bild siehst du den Kühlschrank. Ich dachte, das wäre die Dusche gewesen. Ja, das sind halt Katzenhaare, tote Insekten. Und ich habe keine Ahnung, was die Flüssigkeit ist. Und es hat halt auch wirklich extrem unangenehm gerochen. Also ich konnte da wirklich nichts mehr draus essen. Ich fand das so unangenehm. Daraus würde ich auch nichts essen. Nee. Angelina und ihre Gastschwester wollen sich darüber beschweren. Aber bei wem? Das System Auslandsjahr wird es ihnen nicht einfach machen. Angelina hat ihr Auslandsjahr bei einer deutschen Organisation gebucht, der Global Youth Group. Mit ihr wurde der Vertrag geschlossen. In Deutschland hatte Angelina nur Kontakt mit dieser Orga. Sobald Angelina in den USA ist, ist in ihrem Fall dann allerdings eine amerikanische Partnerorganisation zuständig, mit Sitz in New York. Diese sucht die Gastfamilien aus und bei der Orga sind die sogenannten KoordinatorInnen angestellt. In Angelinas Fall gibt es zum einen die regionale Koordinatorin, die einen größeren Bereich betreut. Und erst dann kommt die Person, an die Angelina sich bei Problemen als erstes wenden soll, die lokale Koordinatorin. Sie wohnt in Angelinas Nähe und soll eigentlich einmal im Monat einen Bericht darüber schreiben, wie es Angelina geht. Später, unsere Koordinatorin ist auch tatsächlich einmal zu uns ins Haus gegangen und hat den Kühlschrank geöffnet und musste würgen. Aber die haben da einfach drüber hinweggesehen. Ich weiß halt, ich denke mal nicht, dass die höheren Positionen in New York und so das wussten, weil das wird ja alles unter den Tisch gekehrt. Aber ja, die vor Ort, die wussten das schon alle. Also die regionale Koordinatorin, die ist ja noch mal eine Stufe höher als die Local-Koordinatorin. Und die war die beste Freundin von unserer Gastmutter. Und das heißt, wenn wir irgendwie versucht haben, irgendwas zu sagen, hat sie uns halt gleich, hat sie gesagt, nee, stimmt nicht und alles. Wie ihr in unserer Grafik gesehen habt, ist die Kette zwischen den AustauschschülerInnen und der Organisation in Deutschland ziemlich lang. Wenn eine Person in der Kette blockiert, wie es bei Angelina passiert sein soll, läuft ein Hilferuf möglicherweise ins Nichts. Also ich hatte relativ spät Kontakt zu deutschen Organisationen, weil immer gesagt wurde, wir haben damit nichts zu tun.
ihr müsst euch an die amerikanische wenden. Und vor allen Dingen wird uns halt immer gesagt, wenn wir die deutsche Organisation kontaktieren, wird alles schlimmer. Also dann haben wir sozusagen die amerikanische verraten und sind so Petzen halt. Und deswegen haben wir uns irgendwie auch gar nicht getraut, so richtig das anzusprechen. Nicht nur die dreckige Wohnung sei das Problem gewesen. Angelina erinnert sich an weitere Auseinandersetzungen mit der Gastmutter. Zum Beispiel über Kirchenbesuche. Die Gastmutter habe die Austauschschülerinnen überreden wollen, ihre Konfession zu ändern. Übrigens etwas, das die Organisation ausdrücklich verbietet. Ich habe halt gesagt, dass ich einfach auch Heimweh bekomme, weil ich mich nicht wohlfühle. Und da meinte sie, ja, dann musst du nicht so viel mit deinen Eltern schreiben. Und ich werde jetzt euren Eltern schreiben, dass sie keinen Kontakt mehr zu euch haben sollen. Das hat sie zu mir und meiner Gastschwester gesagt. Aber sie hat nur meiner Mutter geschrieben, dass es besser wäre, wenn sie mir nicht mehr schreibt, dass das ja viel angenehmer für mich wäre und so. Aber ich hatte halt in dem Moment so Angst, dass ich jetzt komplett auf mich alleine gestellt bin. Also ich beschreibe das immer gerne, das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber man hat sich so ein bisschen, als wäre man so entführt worden, so, weil du konntest nicht weg, es hat dir keiner geholfen. Ja, also es war keine schöne Zeit und ja, man war halt einfach wirklich hilflos. Am Ende werden Angelinas Eltern gerichtlich gegen die Organisation vorgehen. Ist Angelina vielleicht nur ein Einzelfall? Wir recherchieren weiter, stoßen auf Erfahrungsberichte, zum Beispiel in Schülerforen. Es sind Threads mit teils drastischen Überschriften. Kind will sofort nach Hause. Mein Horrorjahr. Gastfamilienwechsel, Gastfamilienwechsel. Probleme während des Austausches. Ja, okay, es sind schon so einige Kategorien Hilfe. Quasi. Ne? Oh Gott, nur Hilfe ist auch schlimm. Klage gegen Organisation. Okay, wow, okay. Wir posten selbst ins Forum, versuchen Kontakt zu einigen Leuten aufzunehmen. Über den Steuerung F Instagram-Kanal veröffentlichen wir auch einen Aufruf. Yeah. Emergency Hotline. Eine, die sich daraufhin bei uns meldet, ist Maike. Ihr Auslandsjahr ist länger her. Bereits 2009 war sie mit Treffsprachreisen in den USA in Arkansas. Doch in ihrer Nachricht an uns erzählt sie, wie unser Aufruf sofort Erinnerungen in ihr weckt. Sie zeigt uns ihre Tagebücher von damals. Alone at home, ich falle tief. Kann ich das ein Jahr aushalten? It must be good. Das hast du dir schon versucht, irgendwie immer einzureden, ja, ja, oder? Dass es irgendwie genau. Gut sein soll? Kraft, 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 jeder Rückschlag macht dich stärker. Schon 4 Monate, noch 6 Monate durchhalten. Oh Gott. Ich bin stark. Und wie war das dann, als du da hingeflogen bist? Also wie war da so die erste Zeit und der erste Eindruck, das Ankommen? Ich wurde vom Flughafen abgeholt und weiß noch, dass ich kein Wort verstanden habe. Und dass ich mich erschrocken habe, weil sie keine Zähne hatte. Also keine sichtbaren. Und es hat mich auf jeden Fall voll mitgenommen, weil es nicht mit den Bildern übereingestimmt hat, die ich gesehen hatte. Ein erstes Zeichen dafür, dass hier irgendwie finanzielle Mittel fehlen. Ich aber natürlich schon damals wusste, das Gesundheitssystem in den USA ist sehr schwierig. Man muss sich das leisten können und dachte mir, okay, andere Realität, so ist das halt eben. Also genau. Und die sind nett und okay. Doch die darauffolgenden Tage zeigen, wie anders diese neue Realität ist. Der Gastvater hat immer auf dem Sofa geschlafen, sie im Schlafzimmer und er hat eigentlich die ganze Nacht Fernsehen geschaut, sehr, sehr, sehr laut und hatte immer sein Gewehr unterm Kopfkissen. Also, was hast du da gedacht? Mega unheimlich, ich habe mich nachts nie auf Toilette getraut, weil er ist eingeschlafen zu irgendwelchen oftmals Kriegsfilmen, Actionfilmen und ich dachte, wenn ich aufs Klo gehe und irgendwie ein falsches Geräusch mache, ich weiß ja nicht, was er in seinen Traum einbaut an Geräuschen. Maike erinnert immer mehr Geschichten. Eine scheint unglaublicher als die nächste. Wir hatten ja super viele Katzen und Hunde und nach dem Essen haben wir halt die Teller auf den Boden gestellt und die haben die halt sauber geleckt. Was ich auch so schon schwierig finde, aber die wurden dann halt teilweise nicht mehr richtig abgespült, sondern einfach halt wieder aufs Regal draufgestellt. Oder die Geschichte, als sie bei einer Bekannten der Gastmutter habe übernachten müssen. Weed, abgefuckt Assi, ist das normal? Es war alles voller Müll. Dann kam so ein Typ vorbei, der offensichtlich ihr Drogendealer war. Wir haben mit dem Kind in einem Babybett geschlafen und sie hatte nebendran übelst lauten Sex. Und ich war so, wo bin ich gelandet? Wie alt warst du nochmal? 15, 16. Also, ist es wahrscheinlich gut, ihre Koordinatorin oder die Organisation informiert sie trotz allem bis dahin noch nicht.
ich war sehr geprägt von diesem Satz, der uns immer wieder so eingetrichtert wurde, eine gute Austauschschülerin kann sich anpassen. Und das war faktisch eine andere Lebensrealität als die, die ich von zu Hause gewohnt war. Und ja, im Endeffekt war das eine ärmere Lebensrealität, aber man hat uns nicht die Grenze erläutert. Also im Sinne von, na, es gibt auch Dinge, die muss man nicht akzeptieren. Nach 5 Monaten ist Maikes Kraft am Ende. Sie schreibt eine Mail an ihre lokale Koordinatorin, die sie bis dahin nur einmal gesehen hatte. Maike schreibt ihr, sie überlege, die Gastfamilie zu wechseln. Und daraufhin hat sie mich angerufen und hat gesagt, it's only 5 more months, come on. Maike erinnert sich auch an die Reaktion der Gastmutter auf ihren Wunsch auszuziehen. Zu Hause hat sie natürlich geweint, ihr Mann hat sie getröstet, ich bin in meinem Zimmer, hat mich eingeschlossen. Und dann kam er irgendwann, hatte natürlich dieses Gewehr, was er immer unter seinem Kopfkissen hatte. Ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er in dem Moment kam, um mir Angst zu machen. Das war nicht außergewöhnlich, dass, wenn er gerade von draußen kam, das Gewehr noch bei sich hatte. Und aber er war so, give me reasons, why do you want to leave? Maike erzählt uns, dass sie am Tag darauf nur mit ihrem Reisepass in die Schule gegangen sei und sich einer Lehrerin anvertraut habe. Die Lehrerin will sie übers Wochenende aufnehmen, damit sie sich erst einmal beruhigen kann. Doch die amerikanische Organisation stellt sich offenbar dagegen. Und dann eben dieser Anruf und dann hin und her und dann, nee, du darfst nicht gehen, deine Gastmutter hat das verboten. Wer hat das gesagt? Die Organisation. Die haben dich dann angerufen? Ja, die haben die Schule angerufen, ich wurde ins Rektorat gerufen und musste immer wieder sagen, so hey, ich will aber. Und die so, nee, das geht nicht so leicht. Schließlich gibt die amerikanische Organisation doch nach. Maike darf bei der Lehrerin bleiben. Allerdings, über den Umzug solle sie nicht sprechen, schreibt ihr die Koordinatorin. Okay, sie sagt ja so, ich weiß, dass du wahrscheinlich nichts dabei gedacht hast, aber poste keine Sachen auf Facebook, die die Öffentlichkeit sehen kann. Ne? Über den Auszug. Immerhin, für die letzten Monate ihres Aufenthalts darf sie bei der Lehrerin und deren Familie bleiben. Das war dann nach dem Auszug. Und da ging es mir richtig, richtig gut. Basketball gespielt. Und da waren wir oft. Sehr gut. Treff Sprachreisen, mit denen Maike nach Arkansas gereist ist, möchte zu diesem Fall nichts sagen. Er sei zu lange her. In einem Interview dürfen wir nur allgemeine Fragen stellen. Also, welchen Einfluss haben die Organisationen auf das Geschehen im Ausland? Relativ wenig, ja. Ich meine, da kann ich eigentlich nur sagen, da arbeitet man mit Partnern zusammen. Und wenn man dann mal 30 Jahre mit einem Partner zusammengearbeitet hat, dann hat man auch ein gewisses Vertrauen. Seiner Ansicht nach würden die SchülerInnen ausreichend auf ihr Auslandsjahr vorbereitet. Sich vor Ort anzupassen sei trotzdem wichtig. Da, wo Amerikaner leben und zur Schule gehen. Und das fühlt sich halt oft sehr, sehr anders an als das, was wir aus Film und Fernsehen von Amerika hören und wissen. Das müssen wir den Leuten sagen. Und das tun wir. Und wenn wir auch den Eindruck haben, der Schüler ist dafür geeignet. Wir nehmen nicht jeden Schüler und vor allem nicht jeden Schüler im USA-Programm. Es wird als erwachsenes Verhalten und respektvolles Verhalten von den Amerikaner eben angesehen, wenn man das eben auch in der Lage ist, selber ein Problem anzusprechen. Das Problem vor Ort selbst klären. Ein nachvollziehbarer Gedanke. Doch welches Sicherheitsnetz greift in Fällen, in denen dies nicht mehr möglich ist? Wir haben uns dazu entschieden, Maikes Fall trotzdem zu erzählen, auch wenn er schon so lange her ist. Denn das, was Maike berichtet, das ist uns in ganz vielen anderen Geschichten, die ihr uns erzählt habt, auch begegnet. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe von AustauschschülerInnen, die 2022/23 im Ausland waren, und frage, was sie erlebt haben. Wenn du so undankbar bist, dann wechsel doch die Gastfamilie. Dass ich innerhalb von 10 Monaten in 4 Gastfamilien war, hat mental viel mit mir gemacht. Die Gastfamilie dieser Schülerin musste während ihres Aufenthalts umziehen und damit sie nicht so im Weg ist, ist sie übers Wochenende dann zu einer anderen Austauschschülerin gezogen. Und sie schreibt: Allerdings ist bei dem Umzug einiges schiefgelaufen und ich habe einen ganzen Monat bei der anderen Austauschschülerin verbracht. Meine Organisation wurde darüber nicht informiert und meine ursprüngliche Gastfamilie ist dann in einen anderen Staat gezogen und man hat nichts mehr von ihnen gehört.
Noch ein Problem, was ich hatte, war meine Local Coordinatorin, die sehr gut mit meiner Gastmutter befreundet war. Das war ein Riesenproblem, da ich große Angst hatte, dass alles, was ich ihr erzähle, an meine Gastmutter gelangt und andersrum, was dann auch so war. Wir dürfen diese Nachrichten vorlesen, aber von denjenigen, die gerade erst im Ausland waren oder noch im Ausland sind, wollte niemand vor die Kamera, weil viele Angst vor der Organisation hatten und die, die noch da sind, haben große Angst davor, nach Hause geschickt zu werden. Was wir in der Recherche lernen, keine Organisation stellt sich als besonders gut oder besonders schlecht heraus. Probleme kann es überall geben. Vielleicht, weil es in der Organisationsstruktur an den immer gleichen Stellen hakt. Die Gastfamilien scheinen vor dem Auslandsjahr nicht ausreichend kontrolliert zu werden. Die KoordinatorInnen vor Ort, denen sich die AustauschschülerInnen eigentlich anvertrauen sollen, scheinen häufig abwesend. Viele von ihnen seien mit den Gastfamilien befreundet oder verwandt. Und die deutsche Orga, mit der die SchülerInnen ursprünglich den Vertrag geschlossen haben, hat im Ausland offenbar nur wenig Einfluss. In Köln, auf der Messe Auf in die Welt, scheint man weiter an ein funktionierendes System zu glauben. Sollte es dann doch Probleme geben, habt ihr da irgendwie so ein Verfahren? Wie geht ihr damit um? Überall da, wo eine Gastfamilie ist, haben wir einen lokalen Betreuer im selben Ort noch, die dann für die Schüler auch zuständig sind als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Das heißt, die kommen jeden Monat einmal vorbei und gucken, ob alles gut ist. Und falls es dann Probleme gibt, kann man immer diesen lokalen Betreuer anrufen. Da haben wir dann auch immer die Kontakte vor Ort, die Ansprechpartner, wo wir dann schauen, woran lag es, zu schauen, kann man das noch beheben, da noch auf einen Nenner kommen, geht das wirklich absolut nicht. Dann schauen wir auch nach einer neuen Schule, nach einer neuen Gastfamilie. Ein Idealfall, den es natürlich genauso gibt, in dem ein Gastfamilienwechsel schnell und ohne Hindernisse verläuft oder vielleicht gar nicht notwendig wird. Von diesem Idealfall scheinen auch viele Eltern auszugehen, besonders wenn Organisationen dahinter stecken. Ich denke schon, wenn eine Organisation dahinter steht, hat man ja ein bisschen so einen Rückhalt. Wenn es Probleme gibt, kann man sich dahin auch wenden und darum sehe ich das grundsätzlich positiv. In einer Studie von 2022 wurden 65 deutsche Organisationen zu verschiedenen Themen befragt. Demnach haben 2018-2019 16,2% der AustauschschülerInnen die Gastfamilie gewechselt. Das sind Angaben, die die Organisationen selbst gemacht haben. Da sind natürlich dann nur Fälle enthalten, in denen der Wechsel auch tatsächlich stattgefunden hat. Wir treffen Anna. Auch sie hat sich auf unseren Instagram-Post gemeldet. 2006 reist sie mit der Organisation AFS nach Brasilien. Sie spricht damals noch kein Portugiesisch, nur mit ihrer Gastschwester kann sie auf Englisch kommunizieren. Doch die Gastschwester möchte sie offenbar nicht in der Familie haben, erzählt sie. Dann hat sie mich einfach nicht mehr übersetzt und hat mich ignoriert, sodass ich halt dann einfach wie in so einem kleinen Glaskasten irgendwie in der Familie war. Und da gab es eben einen Ausflug, den wir gemacht haben mit der Familie und da hat sie sich mit den Gasteltern gestritten und mir die Schuld daran gegeben, dass dieser Ausflug dann halt nicht gut gelaufen ist. Und ja, und halt gesagt, dass alles besser wäre, wenn ich nicht da wäre, sozusagen. Anna erzählt uns auch vom psychischen Problem ihrer Gastschwester. Die Situation eskaliert, als die Gastschwester eines Abends ins Krankenhaus gebracht werden muss, nachdem sie sich selbst verletzt hat. Und ich habe dann ganz lange mit ihrer Therapeutin telefoniert, auf Englisch, was auch rückblickend auch echt katastrophal ist eigentlich, irgendwie mit 16. Das war auf jeden Fall einer dieser Momente, wo ich gesagt habe, okay, ich kann hier einfach nicht ein Jahr lang bleiben. Ja. Sie kann zunächst ein paar Tage bei der Mutter einer Mitarbeiterin der Organisation unterkommen. Erzählte mir dann die Mitarbeiterin auf dem Weg zu ihrer Mutter, dass sie, dass meine Eltern ja auch ständig irgendwie bei der Organisation oder bei der Familie angerufen hätten und nachts irgendwie Telefonterror quasi betrieben hätten und da halt ständig angerufen hätten und so. Und da habe ich halt gesagt, dass ich mir das einfach gar nicht vorstellen kann bei meinen Eltern, weil die ja auch nichts davon haben. Die können ja kein Portugiesisch. Was wollen die denen sagen? Daraufhin meinte sie halt zu mir, und das ist total hängen geblieben bei mir, weil das einfach mich wahnsinnig irgendwie getroffen hat, also in mein Vertrauen in diese Organisation auch, dass sie meinte, wem ich denn mehr vertrauen würde, meinen Eltern, die so weit weg wären sozusagen, also meine Eltern, die so weit weg wären, oder der Organisation, die ja gerade vor Ort ist und sie erzählt mir das ja gerade. Kurz zur Erinnerung, das ist die Kette von AnsprechpartnerInnen. Annas Organisation AFS ist international tätig, das heißt vor Ort ist AFS auch zuständig. Doch auch hier soll ihr das deutsche Büro gesagt haben, die Probleme müssten vor Ort geklärt werden.
Es dauert eine Weile, aber dann kann Anna die Gastfamilie wechseln. Doch auch dort gibt es Probleme. Von der Koordinatorin sei dann nicht mehr viel Hilfe gekommen. Meine Eltern haben echt viele verzweifelte Briefe geschrieben. Die habe ich auch letztens alle noch mal gelesen. Irgendwie so E-Mails an alle möglichen Leute. Und es ist irgendwie, es ist einfach sehr, sehr schlimm zu sehen, wie hilflos meine Eltern waren und wie hilflos ich auch war. Ist gut, brauchst du kurz Pause? Nee, alles gut. Sicher? Ja, alles gut. Wir unterbrechen noch einige Male, weil die ausführlichen Gespräche Anna bis heute nahe gehen. Nach 5 Monaten bricht sie ihren Aufenthalt in Brasilien ab. Ihre Familie zieht gegen die Organisation vor Gericht, um einen Teil des Geldes zurückzubekommen. In den Gerichtsunterlagen behauptet die Organisation, der Abbruch sei Annas Schuld gewesen. Und dass ich nicht mehr, krankenversichert bin. Und hier steht auch nochmal, der Beklagte muss vermuten, dass die Tochter der Kläger, also ich, vor allem wegen der Trennung von ihrem deutschen Freund einen vorzeitigen Abbruch des Gastschulaufenthalts wünschte. Und das habe ich auch einfach nur durchgestrichen und falsch nebengeschrieben, weil das fand ich damals schon krass übergriffig, so eine Aussage zu tätigen, nach all dem, was ich auch da in der Anklageschrift angegeben habe und was sie selbst ja auch dementieren mussten. Also das konnte man ja nicht ernst meinen. Und am Ende haben sie angeboten, dass ich 140 Euro wieder kriegen könnte. Am Ende kommt es zu einem Vergleich. Annas Familie erhält etwa 800 Euro zurück. Ein Bruchteil der Kosten. AFS hat uns geschrieben, dass sie zu Annas Fall nichts mehr sagen können. Auch dieser sei zu lange her. Anna beschäftigen vor allem die Schuldzuweisungen. Ich dachte halt, dass ich was falsch gemacht habe zu dem Zeitpunkt, ja. Mir wurde halt immer suggeriert von der Organisation und auch von mir selber. Also ich hatte einfach das Gefühl, ich bin schuld daran, dass es nicht funktioniert. Ich bin das Problemkind sozusagen. Als Anna mir das erzählt hat, musste ich total an Maike und Angelina denken, die uns sehr ähnliche Dinge erzählt haben. Bis 4 Uhr morgens Koffer packen, noch nie so schuldig gefühlt. Und ich wurde dann so zur Seite genommen von unserer Local-Koordinatorin und meinte sie so, ja, weil ich glaube schon, dass das deine Schuld ist, was alles passiert ist. Und es hat halt so viele Selbstzweifel in mir ausgelöst, weil es hat auch mich ganz verrückt gemacht, weil ich wusste ja, was passiert ist. Angelina sagt uns, sie habe sogar ein Schuldeingeständnis unterschreiben sollen. Sich aber geweigert. Ja, hier ist das Wohnzimmer. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wie Angelina in den USA in dieser zugemüllten Wohnung gelebt hat. Erst nach 4 Monaten kann sie die Familie wechseln. Dort hatte sie noch eine schöne Zeit. Doch für die Zeit davor ziehen ihre Eltern schließlich vor Gericht, klagen gegen die Global Youth Group auf Schadensersatz und Schmerzensgeld. Und die haben das halt direkt abgeblockt. Also die meinten, so schlecht ging es mir doch gar nicht und so. Und es gibt keinen Grund, Schadensersatz zu zahlen. Und dann hatten wir nochmal die ganzen Bilder zusammengesucht und dann wurde einfach nur gesagt, ja, das ist ja gar nicht die Wohnung, beziehungsweise das Haus, das ist das ja gar nicht. Man hat natürlich ganz deutlich gesehen, dass das die Wohnung war. Auch hier kommt es zu einem Vergleich. Angelina bekommt 2000 Euro zurück. Wir sprechen mit Dominik Tietz von der Global Youth Group. Er betont, dass die Gastfamilien im Vorfeld kontrolliert würden. Und bei 99% der Fälle würde dies funktionieren. In welcher Art von Konsequenzen ziehen Sie daraus, wenn eine Gastfamilie wirklich irgendwie nicht geeignet war, sag ich mal, um Schüler aufzunehmen? Also im konkreten Fall, dass diese Gastfamilie nie wieder als Gastfamilie agiert hat, zumindest für unseren Partner. Wenn sowas ist, ist es immer auch wichtig, die Mitarbeiter der Schüler, die sich an uns wenden müssen, weil beispielsweise, ich weiß in dem Fall jetzt konkret, dass sich die Eltern sich bei uns gemeldet haben, aber die Schülerin hat sich nicht bei uns gemeldet. Und wir können nicht aufgrund von, in Anführungszeichen, Geschichten der Eltern agieren, sondern wir brauchen immer die Bestätigung der Schüler. Wir würden euch total gerne Tipps geben, wie ihr euch auf euer Auslandsjahr vorbereiten könnt. Da können wir euch eigentlich nur sagen, sprecht mit Leuten, die selber im Ausland waren. Guckt, dass ihr nicht nur mit denjenigen sprecht, die euch von der Organisation vermittelt werden. Tauscht euch vielleicht auch mal in einem Forum aus. Wir haben euch da auch eins unten verlinkt in der Beschreibung. Ansonsten bleibt es leider dabei, dass ihr euch nur an die Organisation wenden könnt, wenn ihr eine Beschwerde habt. Es gibt keine Instanz oder sowas Ähnliches, die die Organisation kontrolliert. Falls ihr also noch Tipps habt, wie man gut durchs Auslandsjahr kommt, schreibt es gerne in die Kommentare.
Wenn ihr jetzt noch weiter gucken wollt, dann könnt ihr hier auf unsere Recherche zum Thema Brazilian Buttlift klicken. Und hier unten seht ihr einen Film von den KollegInnen von Was kostet die Welt dazu, wie Taylor Swift die Musikbranche verändert hat.